R-E-W-I-N-S-I-D-E. Wie fandst du das? Das war die Lindenstraße-Musik. Nee, es war mein Intro. Das ist mein neues Intro. Ich mache das jetzt. In 2018 werde ich das immer so machen. Ah, Leute, 2018, also kein Video von Revinzeit angucken. Schade, alles Leute, klar. Was geht? Ihr seid schon mal darauf vorbereitet. Ich habe auf Twitter gefragt, stellt der @JodieColussi mal Fragen. Ja, du hast dich vergessen halt, ne? Ach so. Ja. Ach so. Und mir Fragen. Also, das ist mein Video. Stellt mir Fragen. Ja, gut. Ich gesagt, es ist egal, Leute, wir beantworten die Frage einfach gemeinsam. Und zwar, Leute, ich dachte mir, es wäre einfach mal interessant, ob ihr nicht eventuell Fragen hättet für das Jahr 2017 betreffend uns beide. Und es gibt sicherlich einige Sachen, die wir jetzt einfach mal aufklären können. Und zwar, fragt ihr zum Beispiel, wieso gab es 2017 noch keinen Jovikus? Fragt Deni. Tja, warum gab es den noch nicht 2016 oder 15 oder 14 oder 19 oder 15? Wird es denn eigentlich 2018 angeben? Nein. Tja, da habt ihr die Antwort, alles klar. Was war euer unangenehmster und euer schönster Moment 2017, den ihr zusammen erlebt habt? Oh shit. Was war unangenehm für uns? Dieses Video gerade, ne? Nö, es geht eigentlich. Geht noch, oder? Gab's schon schlimmer. Ja, das stimmt. Boah, was war richtig unangenehm? Gar nichts so. Eigentlich gar nichts. Schönster geil. Moment für uns beide, ne? War ich auch alles scheiße 2017, ne? Ja, eigentlich war alles so ganz neutral. Weder alles unangenehm war, noch schön. Eigentlich war alles unangenehm 2017 und wir wissen nicht mehr, welcher der unangenehmste war und es war nicht schön. Da habt ihr die Antwort. Nein, der schönste Moment war natürlich, als wir auf den Malediven, fand ich echt schön. Das war wirklich cool. Nee, das war nicht der schönste Moment. War nicht schön? Doch, war schon sehr, schön. Sehr schön. War sehr, sehr schön. Aber der schönste Moment? Ich glaube, der schönste Moment war, als du das erste Mal vor mir gepupst hast. Das war super. Das ist tatsächlich dieses Jahr passiert? Ja, nach 2 Jahren, wo wir uns kennen. 3 Jahren. Ja, moin. Also, ich wollte sagen, der schönste Moment für mich war, als wir in Italien oben auf diesen Vulkan draufgesprungen sind. Ah, wo ich den Asthmaanfall bekommen habe wegen der Asche, wo ich fast gestorben bin. Das war geil, Mann. Unangenehm und schön für sie. Perfekt. Warum gab es 2017 immer noch keinen Joby-Merch? Ja, also da sind... Also da. Ich habe meine Entwürfe doch weggeschickt. Warum ist da nie was draus geworden? Ja, stimmt. Wieso hast du da jetzt nicht weiter das verfolgt? Wieso? Ich habe meine Sachen geschickt und dann denke ich, ist es doch in die Wege geleitet mit den Leuten, zu denen ich dann nicht so wirklich Kontakt habe. Ja, da bin ich dann natürlich dran gewesen. Da kam dann natürlich dann auch noch was an. 2018, Leute. Ganz klar 2018. High Five, Down Five, Back Five, links, rechts, oben, unten, Nasen ziehen. Wir versprechen es, oder? 2018 können wir... Versprich mal gar nichts hier. Also ich würde 2018 tatsächlich safe callen, Leute, dass wir so... Nee, sag mal das nicht, weil du machst es dann eh nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man was verspricht oder ankündigt, ich Videos... Ich glaube, dass wir es in 2018 schaffen. Nee, wir sagen einfach mal schauen. Mal schauen. 2017 gut von Klicks her. Ask Jovi. Bei dir? Ja, bestes Jahr. Ja, bei mir auch. Geil. Doch, also ich hatte einen... Aua. Ich hatte einen Monat, da hatte ich 37 Millionen Aufrufe, Leute. Das habe ich mir ausgedruckt an Wand gehangen und meine Eltern sagen immer noch, verpisst, ich suche den richtigen Job. Wann kommt das Jovi-Outing/Kuss? Ach, lass mich in Ruhe, nächste Frage. Okay. Beendet ihr 2017 auch mit Maps Not Hot, sodass ihr um 0:00 das Singles gerafft, wie dieses Julia... Das hat keiner verstanden. Keine Ahnung, lass mich in Ruhe mit so einer Scheiße. Wie oft hat Jodie in diesem Jahr um einen Hund gebettelt? Oh. Unzählbar. Ich bettel nicht. Nee, das stimmt. Sie macht immer so Anmerkungen. Wenn ich mit dem Hund komm. Guck mal, der Hundi. Der ist ja süß. Kleines Hundi. Wir brauchen unbedingt einen Hund. So ist das. Pass mal auf. Das sind so über den Tag verteilt. Nee, aber weißt du was? Das Ding ist, wenn ich einen Hund haben will, dann kaufe ich mir einfach einen Hund. Die Leute denken immer, ich muss dich um erlaubt. Ja, du, wir wohnen hier zusammen. Ja, aber dann ziehe ich halt aus. Ja, kannst ja nicht machen. Ja, kann ich einfach machen. Ja, weil der Hund, aber ich, du, was ist jetzt... Aber sagen immer, du musst mir einen Hund schenken oder ich bettel bei dir. Ich muss doch nicht bei dir betteln. Wenn ich einen Hund haben will, kaufe ich mir einen scheiß Hund. Du machst einen Rap-Battle gegen mich für einen Hund. Mach jetzt einen Diss-Track, da kriegst du einen Hund. Ich hasse dich, du blind Fisch. Ausbaufähig, ich habe Fisch gesagt wegen deinem Arsch. Ah, okay, alles klar. Gab es eine Zeit dieses Jahr, in der euch der andere richtig abgefuckt hat? Die Planungszeit vom Meet & Play. Die war echt anstrengend. Es gab noch viel mehr. Immer eigentlich. Alles bevor Thomas kam. Oh. Hallo Thomas. Herzlich danke willkommen. Thomas, dass du da bist. Boah, war ich so schlimm hier natürlich. Ich war halt nicht zu Hause, ne? Ich war auch immer am Schlafen eigentlich. Du warst entweder am Schlafen oder am Meckern. Oder am Meckern. Ja. Kann ich beides eigentlich ganz gut, ja. Ja, das war echt... Oh. Danke Thomas. Nicht, dass es mich stören würde, aber ganz im Gegenteil. Aber warum gab es in diesem Jahr so viel Jovi? Wie viel habt ihr zugenommen oder abgenommen? Keine Ahnung. Paul Paprika fragt, Jodie. Unsere Waage steht hier unter dem Kamin. Ich habe 2 Kilo zugenommen. Und du? Ich bin wahrscheinlich gleich geblieben. Ja? Soll ich mal gucken? Sollen wir einmal wegen gehen? Ich habe wahrscheinlich sogar abgenommen. Echt? Ja, hab ich schon. Weil ich abgenommen! Bitte? Abgenommen!
Wie geht's Günno Sidok? Wo ist der? Wo ist der? Der ist, glaube ich, oben. Der ist, glaube ich, oben. Der hat Weihnachten. Ich habe den in die Badewanne gesetzt. Gebadet. Nee. Doch. Das ist schlecht. Warum? Der ist eine Batterie. Aber... Batterie. Der hat nach Scheiße gestunken. Batterie. Ah gut, egal. Was war euer peinlichstes Erlebnis im UFO? Ich glaube, die unzähligen Male, die ich hingefallen bin, war dieser Parkettboden... Nein. Weißt du es? Achso, ich weiß es. Aber da können wir jetzt nicht drüber reden. Da können wir nicht drüber reden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auch wenn ich darüber mit Leuten rede, darüber können wir jetzt nicht drüber reden. Mit jedem außer euch rede ich darüber. Ich rede da nicht drüber. Ich will aber. Nein. Okay, ich mach's für dich nicht. Seid ihr stolz darauf, was ihr erreicht habt dieses Jahr? Oh Gott, Sarah. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal hin und antworte. Ich würde sagen ja, aber das nächste Jahr wird noch geiler. Super Laden, super Antwort, super Spitzen, top. Ja, also ich würde das gleiche auch sagen. Ich glaube, dass auf jeden Fall 2018 echt eine Menge auf euch vorkommt. Genau. Vorhaut, wollte ich sagen. Perfekt. Nein, 2018 wird auf jeden Fall echt cool, weil einiges geplant ist und ich denke, dass wir 2017 mit dem Stream jetzt am 30.12., der ab 10 Uhr morgen stattfindet, zum Charity-Livestream, 24 Stunden Charity. Wer nicht reinschaut, ist ein dummer Bastard und wird nicht... twitch.tv/Robinson. Dankeschön. Können wir das Jahr auf jeden Fall ganz gut abschließen und ich denke, 2018 geht es direkt lit weiter. Welches Meme fanden die am besten? Ja, Hobbit fragt. Das war deine Frage. Boah, Leute, ich bin deep into Memes und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, dass PewDiePie dieses Meme-Format-Show hat und ich habe auch schon 10.000 Mal überlegt, das Gleiche zu machen, eigentlich sogar vor ihm, aber habe mir überlegt, okay, in Deutschland interessieren so viele Leute sich nicht für Memes. Aber Memes sind ja mein Leben momentan, ne? Memes und Tanz. Momentan. Seit drei Jahren. Die uns kennen eigentlich. Nein, Gag. Ganz ehrlich, ich fand das Petting-Meme ganz witzig mit dem verlängerten Arm und natürlich, also mein Meme, was halt am präsentesten immer noch ist, halt Man's Not Hot. Ja, ich würde halt sagen, wenn du das nicht sagst, dann hast du gelogen. So dermaßen witzig und einfach... Deine Tasse. Oh ja, Leute, Andi ist oben. Diese, ich habe eine Tasse, hier, Twitter-Foto. Ihr seht, Leute, ich habe sogar eine Tasse davon bekommen. Unglaublich witzig. Ich könnte eigentlich auch mal so ein Meme-Format machen, aber dann habe ich es von PewDiePie geklaut und dann... Nee. Welchen Trend fandet ihr am nervigsten und welchen am besten oder am cool, am okaysten? Okaysten ist ein Wort? Ich glaub's nicht. Nervig fand ich tatsächlich Fidget Spinner. Fand ich unglaublich abgefuckt. Ich fand sie cool am Anfang, als ich sie das erste Mal benutzt habe, dachte ich mir so, geil, endlich irgendeine Möglichkeit, mein ADD zu komprimieren. Ging gar nichts. Und dann habe ich aber alle Kinder auf der Straße gesehen. Das bringt doch nicht mal was. Hast du es mal benutzt? Man wird davon aggressiv. Ich werde davon so aggressiv. Es ist so scheiße. Also ganz ehrlich, auch wenn dadurch dieses lustige Danny Aston-Ding entstanden ist. Also beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Wow, fühlt sich der gut an. Meine Güte, geht der ab. Wow. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass Fidget Spinner mir unglaublich auf den Sack gegangen sind und ich diese Dinge einfach nur komplett affig fand. Am okaysten oder am coolsten fand ich dieses Jahr tatsächlich, dass sich... Muss ich persönlich sagen, auch teilweise, das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung Memes, dass sich der deutsche Hip-Hop dieses Jahr so extrem gewandelt hat. Ey, ich habe gestern das erste Mal seit Jahren wieder Radio gehört und es lief die ganze Zeit nur Trap-Rap. Ja, also dass halt so viel Wandel gerade in der Musik stattfindet, fand ich 2017 extrem nice. Darum ging es nicht, aber macht nichts. Also das war halt so, also das hat ja nichts mit YouTube, also ist ja auch eigentlich egal. Wieso ist Jody in diesem Jahr noch nicht schwanger geworden, fragt Clara. Jody, wieso bist du nicht schwanger geworden? Hast du nicht genug rumgepimpert oder was mit anderen? Weil ich 24 Jahre alt bin und kein Kind brauche? Ach so! Ach klar, jetzt fällt's mir wieder ein! Wenn ihr das Jahr mit nur drei Wörtern beschreiben müsstet, welche wären das, Jody? Okay, bei mir wär's anstrengend, motivierend, erfolgreich und glücklich, kann man auch sagen, oder? Nee, das ist schon das vierte. Ja, dann nehme ich motivierend, glücklich und erfolgreich. Ja? Krass, das wäre ja voll heftig, wenn dein Jahr so gewesen wäre. War doch. Anstrengend war es auch. Aber motivierend und anstrengend ist für mich das Gleiche. Anstrengend. Aua. Aua. Scheiße. Scheiße. Nee, so schlimm war es gar nicht. Welche Menschen habt ihr dieses Jahr kennengelernt? Selina fragt. Oh, keine Ahnung. Alle? Mikey. Nee, habe ich letztes Jahr schon. Ich nicht. Oh, gut. Ich habe Mikey dieses Jahr kennengelernt. Ja, ich habe Mikey dieses Jahr richtig kennengelernt. Mikey habe ich kennengelernt. Ja, Mann. Epics dann habe ich kennengelernt. Kenn ich nicht. Also halt mit dem aufgenommen. Alferstein habe ich getroffen. Propa habe ich kennengelernt. Propa, ganz extrem wichtig. Extrem wichtiger Mensch in meinem Leben, ja. Also auf jeden Fall haben wir eine Menge Menschen dieses Jahr kennengelernt, die relevant für uns sind. Definitiv. Ja, relevant. Sie fallen halt nur nicht ein. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Menschen kennengelernt. Eine Menge Menschen. Tokyo Hotel. Und die Leute, die bei uns hinter den Kulissen gerade alles machen. Oh. Zufälligerweise. Thomas. Thomas. Oh ja, und Kim. Und Kim. Volkan. Ja, moin. Was war der schönste Trip im Jahr 2017?
Nordtrip war letztes Jahr, ne? Ja. Dann war es für mich, glaube ich, die Zeit in L.A. Die habe ich extrem genossen. Ich fand es am geilsten immer in Amsterdam. Amsterdam war extrem chillig. Jedes Mal. Amsterdam ist extrem nice. Besonders die letzten zwei Male waren es. Amsterdam, great city. You need to go there, guys. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ganz kurz eine obligatorische Thumbnail-Pose, die dann irgendwie ins Videotitel passt, weil der Videotitel muss natürlich auch dementsprechend Klicks generieren. Das war's mit diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat gefallen. Ihr müsst auf jeden Fall bei der lieben Jodica Lucy vorbeischauen. Die ist hier unten. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und ich würde sagen, das war's dann. Und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Hau mein Fuß. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.